Und damit herzlich willkommen zurück zu Cyberpunk 2077. Hey, ja, ich rede mit dir. Du bist mit Matt verbunden, stimmt's? Mann, ich würd's lieber sofort lassen, wäre ich du. Konzerne sagen, das neue Netz sei es zum Welten sicherer. Dass sie aus vergangenen Fehlern gelernt haben. Die leben doch auf Elfenbeintürmen. Von oben muss alles hübsch und nett aussehen. Die irren sich. Das Netz ist nichts weiter als eine rostige Karre mit einer neuen Lackierung. Nur Hundescheiße mit etwas Parfüm. Diese freigesetzten Dämonennetz sind niemals verschwunden, alles klar? Todbringende Viren sowie künstliche Intelligenzen, die nur auf Zerstörung aus sind. Oder Netrunner, die in diesem riesigen Netz verschlungen und in der Leere wahnsinnig wurden. Habt ihr vom Gefängnis der Seelen gehört? Oder Alt Cunningham und Soulkiller? Nicht? Dann schnallt euch mal an, denn wisst ihr, ich hab... Nightwatch schläft eben niemals. What the fuck? Damit herzlich willkommen zurück zu Cyberpunk 2077. Könnte heute zwischendurch mal eine Unterbrechung geben oder auch ein bisschen laut sein im Hintergrund. Ich habe nämlich die Handwerker da. Schauen wir mal. Wir sollen gerade Killing in the Name machen. Und besuche den Ort aus den Nachrichten des Batmos-Kollektivs. Machen wir. Schauen wir uns das Ganze doch mal an. Ich hoffe natürlich nicht, dass es hier viel Unterbrechung dieses Mal gibt. Schauen wir aber alles mal später. Hallo. Oder? Ist sie besoffen oder entführst du sie? Entschuldigung. Ja. Ich glaube, sie ist besoffen. Hoffe ich für dich zumindest. Okay, offensichtlich war sie nicht besoffen. Warum solltest du sonst einen Knarre haben, ne? Gut, kurze Unterbrechung. So, da bin ich wieder. Musste kurz einmal die Handwerker rauslassen. Das war jetzt nicht unbedingt eine halbe Stunde, sondern eher so 5 Minuten, aber egal. Wir fahren jetzt zur Service scheinbar. Schauen wir mal. Das heißt auf jeden Fall, jetzt sollte kein Lärm im Hintergrund, sondern ist vielleicht der Saugroboter, der einmal kurz den Flur jetzt sauber macht. Gut, ich gehe mal davon aus, wir kommen da raus. Oder so. Das hört sich jetzt nicht so gut an. Bin ich mal ganz realistisch. Okay, wir kommen hier raus. Gut. Schauen wir mal, was da hinten ist. Erstmal speichern, weil ich will den Chassis nicht wieder hochfahren. Ja, wer drängelt denn hier? Das sieht mir eigentlich nach unserem Haus aus, ehrlich gesagt. Das ist unser Haus. Das ist unsere Wohnung. Das ist unsere Wohnung, oder? Ja, ist es. Vier Freunde und ein Panzer. Guck mal, was ich gefunden habe. Diese Deppen sehen doch gut aus. Auch weil man an ihren Augen erkennt, was sie im Krieg durchgemacht haben, oder? Vielleicht bilde ich mir das bloß ein. Egal. Du willst das vielleicht sehen. Und der Hund heißt übrigens Shorty. Was? Also ich sehe kein Bild. Aber okay. Vier Freunde und ein Panzer anhängen. Ja, okay. I guess. Ja, ich muss jetzt mal nachgucken, was das hier ist. Ich bin ziemlich neugierig, was mit diesem Swedenborg Rivera auf sich hat. Um so einen Schwachsinn zu schreiben, muss man entweder ordentlich was in der Birne oder echt krasses Zeug in den Venen haben. Die Menschheit ist nur ein Pyramidensystem, getarnt hinter einer Fassade der Tränen. Leck mich am Arsch. Wohl eher Letzteres. An solchen Stoff würde ich auch gerne mal kommen. Ja. Was soll ich hier machen? Also ich bin ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung.
Kann ich das hier irgendwie lesen noch genauer? Untersuche den Ort. Grüße aus des Moines. Spring in den Topf. Was? Springt in den Topf und stellt euch auf den Kopf. Ich lebe noch und ihr seid alle tot. Was? Bin ich besoffen oder sind die besoffen? Also ich schätze mal, ich soll irgendeine Netzseite aufrufen. Aber ich wüsste halt nicht welche. Also ich war noch nie nett, ne? Wir können uns ja was nett ein bisschen angucken. So, es gibt nur Watson. Ich kann nicht direkt reinklicken. Ich kann hier 25 Meter lang Dingens suchen. Okay. Es gibt keine weiteren Seiten. Growl FM. Sieht mir wie eine Musikseite aus. Okay, ist scheinbar auch eine Musikseite. Gibt eine Hotline. Das sieht mir eher wie ein Forum aus. Ein Kontakt. Seite nicht gefunden. Top 14. Okay, dann gibt's Dark Star. Mr. Kipper. Mr. Kipper, Mann voller Rätsel. Bla 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 bla. Ja, halbe Buch, Alter. Private Presse. Unsere größten Hits. Das ist also auch Musik. Startseite. Okay, auch uninteressant. Pleasures of Night City. Puppenhäuser, Nachtleben, Braindances, Jig Jig Streets und Einloggen. Kann ich mich einloggen? Ne? Also ich kann auch weiter drücken, aber es passiert nichts. Okay, interessant. Jig Jig Street. Okay, nichts. Braindances. Nachtleben. Puppenhäuser. Okay, Traumateam, medizinische Dienste. Das Traumateam, ja, ja, Hilfe fort, bla bla bla. Stationäre Behandlung, Trauma Premium, Rabatt, Rezeptrabatt bis zu 90%. Ah, gilt aber alles nur für Platin. Gut. Okay, Trauma Premium, Mitgliederzugang funktioniert scheinbar nicht und Kontakte. Also warum funktionieren diese ganzen Mitgliedssachen, also diese ganzen Anmeldesachen nicht? Bartmos Kollektiv. Ah, okay, das habe ich zum Beispiel nicht gelesen gehabt. Belohnung für jegliche Informationen über Swedenborg. Bess Isis. Ich bezahle für jegliche Informationen über die wahre Identität von Swedenborg Rivera. Hallo, mein Name ist Bess Isis und ich bin unabhängige Journalistin. Ich habe dieses Forum nach dem Vorfall letztens bei Helvetia angerufen. Davon habt ihr vielleicht gehört. Wer genau ist der Mann, der diesen Angriff inspiziert hat? Der Mann, den ihr alle regelrecht vergöttert. Habt ihr euch noch nie gefragt, wer Swedenborg Rivera wirklich ist? Ich nämlich schon. Folgendes also. Ich bin bereit, für jegliche Informationen zu bezahlen, die bei der Aufklärung dieses Rätsels helfen können. Meldet euch also gern bei mir. Bees Isis. Kommentar von SR Rules. Netter Versuch. Meinst du, wir würden unseren Anführer an eine Konzernnote wie dich verraten? Selbst wenn ich was wüsste, würde ich dir kein Wort sagen. Helf dieser Frau auf keinen Fall. Die Konzerne wollen unseren Anführer mundtot machen. Okay, dann hat noch Rokoko geantwortet auf Sergeant Rules. Lol, erstens nennst du sie eine Konzernnote und dann sagst du doch Frau. Bist ja ein echter Gentleman. Okay. Dann hat sich noch Wallenrod dazu geäußert. Ich habe gehört, dass Swedenborg ein echt hohes Konzerntier war, das das System von innen zerstören wollte. Aber dann haben sie herausgefunden, was er gemacht hat und jetzt ist er irgendwo an der Miskito-Küste von Nicaragua untergetaucht. Und dann gibt es noch einen Kommentar von Angerx Admin. Glückwunsch, ihr habt es alle geschafft, ungefähr die Hälfte der Forenregel zu brechen. Da tut es mir echt leid, diesen Thread zu sperren. Okay. Ruf Bess Isis an. Mhm.
Ich habe keine Nummer. Hey, hier ist Nancy. Ich kann gerade nicht ans Holo gehen, aber vielleicht rufe ich zurück. Ciao. Okay, widme dich anderen Missionen, bis du mit Bess Isis telefonieren kannst. Ja, danke für gar nichts oder so. So, kurz mal die beiden Sachen hier lesen. Krass, krass, krass. Was für ein Krampf. Was für eine Show. Du bist eine Legende, wie. Danke. Und Takemura, Suche. Ah, jetzt können wir ihm doch noch antworten. Gibt es in dieser Einöde nichts zu essen? Konnten wir nämlich letztes Mal nicht. Goro, du findest nichts, weil du mir deine Suchanfragen als Nachricht schickst. Ja, komm, ich kann den Tipps geben. Wie wäre es mit Mexikanisch? Neben Mama Wells Bar in the Glen gibt es einen Laden mit genialen Tamales? Oder die Pancakes in Tom's Diner sind unbeschreiblich gut, kein Scherz. Okay, er möchte offensichtlich eigentlich was Asiatisches essen. Gut, wir geben ihm mal was Mexikanisches. Interessanter Vorschlag. Ich gehe davon aus, dass diese Mama Wells mit deinem Freund verwandt ist. Ja, Mama halt. Verstehe. Kommt dazu noch was? Nein? Okay, gut. Okay. Ich gebe zu, ich habe jetzt keine Ahnung, was ich jetzt mache. Denn ich habe nur noch eine Mission. Das ist Play It Safe. Und das ist die Mission mit Takemura. Ne? Gut, machen wir offensichtlich erstmal. Warte mal, ich guck nochmal so auf der Karte, ne? Aber hier ist nichts. Die Karte ist leer, ne? Ja, die Karte ist verdammt leer. Gut. Ich würde sagen, wir machen das einfach mal. Was soll ich sonst tun, ne? Wenn die Schnellreise dann irgendwann mal abgeschlossen ist. Das ist eigentlich eher so eine langsame Reise gefühlt. Sehr schön. Gut, dann traben wir doch mal darüber, würde ich sagen. Er ist ja wirklich immer noch hier, ey. Servus. Hey, gerade rechtzeitig. Wofür? Mann, ich würde so gerne, aber ich kann nicht. Ich hab keine Punkte. Das ist so traurig. Cool, das ist so ein schöner. Hey Goro. Wow, du siehst ja richtig gut aus. Ach ja? So fühle ich mich aber nicht. Ich habe einen Eures Kopfburger probiert. Aha. Und wie war er? Lecker? Ach, die Leute da unten. Gerade beginnt bald. Hat er wirklich runtergekotzt? Ich rate dir, sie auch anzusehen. Mhm. Ja, zeig! Zum einen funktioniert die Malware sogar viel besser als erwartet. Unsere Augen und Ohren sind im Wachraum. Ich habe die Kameras geprüft und weiß, wo die Scharfschützen sind. Es sind drei. Du musst sie alle ausschalten, ehe sie mich ausschalten. Mhm. Du kommst über viele Wege an sie ran. Der erste ist in der Nähe. Sollte leicht sein. Der zweite ist schwieriger. Du wirst klettern müssen. Der dritte versteckt sich auf der Fußgängerbrücke über der Straße. Wir sind hier. Hanako-samas Wagen wird hier beim Notausgang halten. Den benutzen wir, wenn alles vorbei ist. Von diesen Punkten hier hast du einen guten Überblick. Aber die Scharfschützen sehen noch besser. Wenn sie dich sehen, peng, bye bye, Liebe. Falls das gefährlich klingt, denk dran, dass ich auf den Wagen springen, reinklettern und Hanako-sama treffen muss. Das Letzte fürchte ich am meisten. Alles verstanden? Bist du bereit? Warte, falls alles den Bach runtergeht, gibt's einen Plan B?
Was glaubst du? Man beschuldigt mich des Verrats an Arasaka. Obendrein schlage ich mich zur Schwester des CEOs durch. Es gibt keinen Plan B. Dieser muss klappen. Okay. Ich schon. Die Frage ist, bist du's? Es ist mein Plan, nicht? Vergisst du da nicht eine Kleinigkeit? Dein Kumpel, oder? Oder hat Irre. Er wird es nicht wagen, die Hand gegen mich zu erheben. Vielleicht. Bis du ihm und Hanako auf den Kopf fällst. Das ist wahr. Instinkt und Reflexe gewinnen in solchen Momenten oft die Oberhand. Also? Also hoffe ich, ich bin immer noch schneller als er. Ja gut, dann. Pass auf dich auf. Let's go. Erstmal Scharfschützen ausschalten scheinbar. Kurz Kopfhörerkabel ein bisschen umwickeln hier. Nice. Hübsch. In der Position. Die Wagen fahren jetzt los. Sei vorsichtig. Sie Arasaka Drohne. Und ich habe einen Netzhandler in der Arasaka Uniform gesehen. Versteckt sich. Okay, bin bereit. Dann fangen wir an. Du musst die Schützen erreichen. Ich hab keine Ahnung, wo der erste ist, ehrlich gesagt. Aber da ich eh nur in eine Richtung rennen kann, würde das schon passen, wa? Der wird gar nichts merken. Was ist das hier? Ah, Müll, okay. Ich glaube, die würden hier nicht alleine sitzen. Mhm. Okay, der ist ganz schön nah gewesen. Den können die ja locker von hier aus. Gesehen haben, Alter. Spannend. Balkon, Balkon. Das ist wichtig. Oder redet mit jemandem. Ich verlinke dich, damit wir beide zuhören können. Noch einmal, die Sicherheit ist unzulänglich. Steht dafür keiner unter der Kontrolle. Hanako-sama sollte nicht hier sein. Stellst du Yuri Nobus Befehle in Frage? Mach deinen scheiß Job. Verstanden. Overland Out. Genau wie erwartet. Oder ist hier. Ich melde mich, wenn ich was Neues weiß. Mhm. Hey, die Robosau kenne ich. Adam Hackfresse Smasher. Oh. Versuch, den Wartungsbereich zu erreichen. Von dort kannst du hochklettern. Ah, hier. Okay. Ich wollte gerade sagen, ja, was soll ich denn hier machen jetzt gerade? Das Ding sieht sicher, dass Takemura dir nicht ein kleines Obsi eingebaut hat. Ja, Takemura verarscht uns nicht. Gestört. Sei vorsichtig, du darfst nicht auffallen. Hab ich doch gesagt. Schweigen ist nicht gut. Es ist der Klang einer gelöschten Flamme. Mhm, du bist auch der Klang einer gelöschten Flamme, Junge. Das nicht. Mhm.
Ist ja schön, dass du mich lebend brauchst. Ich brauche mich auch lebend. Ja, chill. Sind doch gar nicht aufgefallen, hm? Wo ist denn der? War ja fast leise, nicht wahr? Was? Wo ist denn hier noch, was du so viel schießt? Keine Ahnung, ist mir auch egal. Ach da! Gut, dann klettern wir mal hier runter. Ich würde sagen, den machen wir noch kalt in diesem Part. Den letzten machen wir dann beim nächsten Mal. Ich hoffe, niemand hat dich gehört. Noch ein paar Meter und du hast ihn. Wie heißt das so schön? Ziel erledigt. Hat sich selbst erledigt. Bisschen wenig Unterkörper. Des Raums findest du eine Tür zu einer Treppe. Sie ist die kürzeste Route zum nächsten Schlüssel. Yep. Ich gebe Bescheid. Das machen wir aber erst beim nächsten Mal. Boah, ja, nee, halbe Buchhalter. Benutzen wir das hier mal. Oder spricht's wieder? Hör zu. Mitteilen, dass die öffentliche Sicherheit gefährdet ist. Sie muss hier ab. Sofort. Arasaka ist problemlos in der Lage, seine Leute zu schützen. Mhm. Aber nicht mehr heute. Ich wollte eigentlich noch kurz gucken, was hier so steht. Gefühlt nichts, sie haben gewonnen. Ja, ja, wurde angegriffen, ja, ja. Ein gewisser Konzerner betrat eines Nachts das Netz, als er plötzlich eine Störung gab und ihm ein roter Dämon erschien. Der sagte, morgen um Mitternacht wirst du tot sein. Der Konzerner, ja komm, halt die Fresse. Okay, gut. Ich würde sagen, wie es hier weitergeht, sehen wir beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis dahin. Tschüss.